Sportlichkeit, Effizienz, Reisekomfort. Diese drei Attribute beschreiben einen BMW der Sonderklasse, den 6er Gran Turismo. Auf gut 5 Metern verpacken die Bayern unter dem eleganten Fließheck modernste Technik. Adaptives LED-Licht, 360-Grad-Kameratechnik, Ultraschall- und Radarsensoren für ein Höchstmaß an aktiver Fahrsicherheit bilden da nur die Speerspitze. Unter der Haube warten Benzin- und Dieseltriebwerke mit 4 bzw. 6 Zylindern, die ihre Kraft über die 8-Stufen-Automatik an 20 Zoll große Räder weitergeben, wenn sie das im Paket geordert haben. Die Hutablage verschwindet mit einem Handgriff in den doppelten Kofferraumboden und per Knopfdruck klappen die Rücksitze nach vorne und erweitern das Ladevolumen von 610 auf 1800 Liter. Das Platzangebot ist enorm. Würde ich hinter mir Platz nehmen, hätte ich noch immer 20 cm Kniefreiheit. Über 3 Meter Radstand sei Dank. Das Cockpit ist im Wesentlichen von der 5er-Reihe übernommen und bietet ein Höchstmaß an Sicherheit und Komfort. Als optionales Ausstattungsfeature sei das riesige Panoramaglasdach genannt. Die wahre Innovation versteckt sich aber in der Bedienung. Auf Knöpfe wurde weitgehend verzichtet. Viele Funktionen sind per iDrive, Touchscreen, Sprachbefehl oder Gestensteuerung abrufbar. Die wichtigste Frage lautet aber, bietet dieses Oberklasse-Raumschiff auch die BMW-typische Freude am Fahren? Und die Antwort lautet klar und deutlich, ja. Ich mache keinen Hehl daraus. Für mich ist der 6er einer der besten und schlüssigsten Business-BMWs, die es eigentlich gibt. Denn man hat den Komfort eines 5er oder eines 7ers sogar mit der Luftfederung und kann auf der anderen Seite die volle Usability genießen. Man kann ein Fahrrad einladen. 5 Passagiere haben opulent Platz. Die eierlegende Wollmilchsau ist immer so ein Begriff, der äußerst strapaziert wird. Aber dieses Auto ist wirklich ganz nah dran. Er ist einfach wunderbar einfach zu fahren und er beherrscht die BMW-typische Spreizung zwischen Komfort, Sparsamkeit, also Wirtschaftlichkeit und Sportlichkeit. Allradantrieb, eine aktive Vierradlenkung und ein adaptives Fahrwerk mit Wankstabilisierung machen den 6er Gran Turismo agil und leichtfüßig. Obendrein hat man gegenüber dem Vorgänger, also dem 5er GT, 100 Kilogramm Gewicht gespart und konnte die Aerodynamik spürbar verbessern. Wind- und Abrollgeräusche sind auf ein Minimum reduziert, selbst der Dieselmotor ist kaum hörbar. Der 630er Diesel, der erfüllt die neuesten und schärfsten Abgasauflagen. Also besser kann man es als Dieselmotorhersteller sozusagen nicht machen. 8 Liter Gesamtverbrauch bei diesem riesen Raumschiff ist auch eine Ansage mit 265 PS und Allradantrieb. Und auf Wunsch beschleunigt dieser BMW in 6 Sekunden von 0 auf 100. Man kann es eigentlich nicht mehr besser machen. Übrigens, der Einstiegspreis des 6er GT liegt etwas über 70.000 Euro. Er ist aber fast 30.000 Euro günstiger als ein gleichmotorisierter 7er. Somit bilden die rund 90.000 Euro für unseren Testwagen ein durchaus attraktives Angebot für einen Oberklasse-BMW, genauso wie die Businessline-Angebote für den 3er, 5er und den X5. Mehr dazu und natürlich zum 6er GT erfahren Sie bei BMW Slavicek in Hart bei Amstetten.